herzlich willkommen zu deiner Home-Degustation. Es freut uns sehr, machst du hier mit. Das sind die Weine aus dem Degu-Set. Nachdem du die bewertest, auf der Skala von 1 bis 5 und das Quiz ausfüllst, können wir deinen Geschmack noch besser eingrenzen und so deine Traumweine herausfinden und die auch garantieren. Let's go! Verdejo ist bekannt dafür, dass es ein säurebetonter Wein ist, sehr frisch und knackig. Zuerst ein bisschen schmecken. Kommt schon eine rechte Frische entgegen. Und dann merkt ihr, wow, es hat eine präsente Säure. Und jetzt sagt ihr einfach, habe ich den Wein gerne oder nicht? Kleiner Insider-Tipp, immer schwenken, egal ob Weisswein oder Rotwein oder Schaumwein. So kommt mehr Aromatik aus dem Glas raus. Schwenkt alles, was ihr habt. Der zweite Wein, den ihr degustiert, ist ein Riesling. Der hat ein bisschen Restzucker drin. Und da ist das Interessante, oder? Da hat sich ein bisschen etwas Süßes drin. Habt ihr das gern, habt ihr nicht gern? Habt ihr den Wein gern, habt ihr nicht gern? Einfach auf der Skala von 1 bis 5. Der Wein ist übrigens von einer meiner sehr, sehr, sehr guten Kolleginnen. Die hat ihr eigenes Weingut und gerade ein Kind bekommen. Also sie hat recht etwas auf dem Kasten. Der dritte Weisswein, den ihr degustiert, ist der Gewürztraminer von Viñas del Vero in Somontano, das ist in Nordspanien. Der Wein hier ist so eine Aromabombe. Das ist, um zu zeigen, was heisst Aromatik, was ist ein expressiver Wein. Meistens die Säure ein bisschen höher, vielleicht hat es auch ein bisschen Restzucker drin, aber auch viel Frucht. Und auch wieder hier die Frage, habt ihr den Wein gerne oder nicht, entspricht das eurem Geschmack oder nicht? Da merkt ihr, da kommt schon recht viel aus dem Glas raus. Es ist so pff, in your face. So, wir gehen zu den Rotwein. Und der erste Rotwein, den ihr degustiert, ist ein 100%iger Nebbiolo vom Produzent Nino Negri. Das ist aus dem Veltlin, das ist Norditalien. Und Nebbiolo ist eigentlich bekannt dafür, dass es eher einen höheren Säuregehalt hat, der Wein. Es ist etwas leichter in der Farbe, wie ihr seht. Hier auch wieder. Fallen euch so leichte Weine? Habt ihr das gern, dass ihr etwas herb ist, dass es säurebetont ist? Ist das euer Geschmack oder nicht? Wir kommen zum zweiten Rotwein. Das ist ein Rotwein aus dem Rioja. Und hier wollen wir zeigen, was so ein wuchtiger, so ein kräftiger, würzige Wein, was der von sich gibt. Im Rioja hat es normalerweise immer Tempranillo drin. Und dann hat es in dem hier auch noch Graciano heisst und Mazuelo. Das sind so typische Traubensorten aus dem Gebiet. Und hier, wenn ihr jetzt für euch herausfinden, habt ihr gerne das Pfeffrige. Es hat ein paar Tannin, das ist das Gerbstoffmäßige, das er ins Maul austrocknen kann. Auch wieder ein Tipp beim Degustieren. Nehmt immer zwei Schlücke. Der erste Schluck ist einfach, um irgendwie die Zunge wegzubekommen vom Kebab, den ihr gerade gegessen habt oder sonst irgendetwas. Und der zweite Schluck ist dann meistens der, wo es dann wirklich bestätigt, ob ihr es gerne habt oder nicht. Und ihr müsst auch nicht unbedingt beim zweiten Schluck bleiben, sondern könnt auch noch weitere Schlücke nehmen. Beim dritten Rotwein kommen wir beim schwersten an. Wir sind jetzt eigentlich mehr oder weniger so vom leichtesten Weisswein zum absolut schwersten Rotwein. So tut man generell degustieren, weil nachdem da wieder zurück zu etwas zu gehen, wird ziemlich schwierig, weil das ist eine rechte Bombe. Mit dem Ripasso wollen wir zeigen, so, was heisst schwere, oder? Was ist ein kaltvoller, schwerer, voluminöser Wein? Der hat meistens ein bisschen mehr
Alkoholvolumen kann ein Restzucker drin haben, aber vor allem hat er auch so eine Dichte an Frucht, oder so eine Konzentration, und das macht ihn dann so schwer. Ich merke schon, da kommt eine Konzentration raus. Also das ist eine rechte Wucht, die hier auf euch zukommt. Und ich merke gerade auf der Zunge, hat er viel mehr Schwere. Und ihr seht, wenn ihr das Glas anschaut, die Tränen, die hier runterlaufen, wenn die so sirupmässig runterlaufen, dann kann man entweder davon ausgehen, also wenn die Tränen so dickflüssig runterlaufen, kann man entweder davon ausgehen, dass es ein höherer Alkoholgehalt ist oder dass es runterläuft wie Honig, also so ein, vielleicht noch ein Restzucker drin hat. Und ja, das ist jetzt 13,5%, das ist gar nicht so viel Alkohol, also kann man damit rechnen, kann man den, wieso? Mit höherem Alkohol dafür, okay, ich sehe da, hat es vielleicht ein bisschen mehr Zucker drin. Fällt euch der Ripasso oder nicht, wieder 1 bis 5 bewerten. So, das wär's. Das sind deine Degu-Weine. Viel Spass beim Bewerten. Meld dich ungeniert bei uns, wenn irgendwelche Fragen sein sollten. Und wir freuen uns, dir deine Traumweine vorzustellen. Bis gleich und cheers unterdessen.